Hallo Leute, ich grüße euch. Ja, heute seht ihr schon wieder ein Whisky aus dem Tal des grünen Grases von Glenfarclas. Habe ich ja auch schon jetzt ein paar probiert. Den 12er, den 25 Jahre alten und auch den 105er, der übrigens dieses Jahr mein Urlaubswhisky ist. Wenn ich nach Dänemark fahre, nehme ich da eine volle Flasche von mit, das auch genügend für meinen Bruder und für mich da ist. Ja, und heute gibt es die 10-jährige Flasche. Ich glaube, das ist von der Range her der unterste bei Glenfarclas. 10 Jahre, wie üblich, nicht gefärbt. Und bei Glenfarclas ist ja typisch, dass die meisten Whiskys in Sherryfässern gelagert sind. Und so ist auch nicht überraschend, dass der hier auch in Sherryfässern gelagert wurde. Man sieht allerdings, an der Farbe ist nicht ganz so dunkel, sodass man jetzt hiervon ausgehen sollte, dass da auch Refill-Fässer oder vielleicht nur Refill-Sherry-Fässer am Werke waren. Ja, was gibt es noch zum Glenfarclas zu sagen? Habe ja schon gesagt, ein familiengeführtes Unternehmen, also eine familiengeführte Brennerei in der 6. Generation. Und hinten schreiben sie auch ganz stolz drauf, das ist nicht irgendeine Flasche von 10 Jahre alten Highland Malt, sondern das Resultat von über 170 Jahren Tradition und Erfahrung. Ja, wie gesagt, Einsteigerflasche von Glenfarclas, dementsprechend dann auch der Preis, um die 30 Euro, etwas weniger, so 25, 27 Euro meine ich. Ungefähr, genau. Ja, 0,7 Liter Flasche, natürliche Farbe, Sherry-Süße, Malztöne, delikat und leicht, etwas getrocknete Früchte, Abgang lang, weich und würzig. Das sagt der George Grant hierzu. Ja, gucken, ob der Herr da so recht hat. Ich habe jetzt schon ein bisschen Frucht in der Nase. Und ja, die Flasche habe ich letztens mit meinem Bruder geöffnet an einem Abend. Das ist jetzt nicht ganz das Resultat, aber so ziemlich. Also ist nicht so schlecht weggekommen, sage ich mal, im Voraus. So. Glenfarclas ist ja eine meiner Lieblingsbrennereien. Viele von euch werden es ja wahrscheinlich schon wissen. Und der hier ist relativ typisch. Er ist für 10 Jahre Sherryfass. Natürlich hat er ordentlich Frucht. Schöne Süße ist auch dabei. Aber in Glenfarclas ist er doch relativ noch hell und leicht. Also ich habe da eine schöne Zitrusnote. Süße, Sherry-Süße. Vielleicht sogar Richtung Apfel. Schöne Vanille. Ja, und mit diesem Honig, sagt er, glaube ich. Nee, Honig sagt er nicht. Aber Honig sag ich. Leichte Honignote. So süß geht der schon in die Nase. Und so ein bisschen hat man auch schon Würze. Ja, also insgesamt, die Aromen sind zwar noch relativ hell, aber man merkt, dass er schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Also so ganz jung ist er auch nicht mehr. Ja. Ein bisschen merkt man auch, muss man zugeben, in der Nase den Alkohol.
Zunächst im Mund ist er ein bisschen bitter. Dann kommt aber immer mehr diese Sherry-Süße, Sherry-Fruchtigkeit durch. Und dann breitet sich eine Würzigkeit auf der Zunge aus. Speichelfluss. Ja, und jetzt im Abgang wird das schon ein bisschen trockener. Und jetzt merkt man auch die Eiche im Abgang. Etwas bittere Note. Ja. Ist ein sehr süffiges Zeug, der Glenfarclas 10. Deswegen ist er auch schon so leer. Muss man aufpassen. Auch wieder im Geschmack bisschen alkoholisch, aber dann kommt wieder diese schöne Süße, geht auch jetzt schon so rüber zu Orange. Ja, und immer wieder so ein bisschen die Vanille und im Abgang ist dann wieder die Eiche. Ja, also auf jeden Fall auch ein schöner Einsteiger-Whisky. Vielleicht wer auch mal Glenfarclas kennenlernen möchte. Wobei ich da dann sagen muss, das ist jetzt eine 0,7 Liter Flasche, um die 30 Euro. Und da würde ich dann sagen, geht dann lieber den Schritt ein paar Euro mehr, so etwas über 30 Euro und holt euch den 12-Jährigen. Da kriegt er zum einen 2 Jahre mehr Fass, hat auch ein bisschen mehr Sherry, ein bisschen dunkler, auch ein bisschen gereifter noch durch die längere Fasslagerung. Und ihr kriegt, meine ich, statt dem 40% 43% und statt der 0,7 kriegt ihr 1 Liter. Von daher die paar Euro mehr, 2 Jahre mehr, 300 Milliliter mehr. Ja. Ganz versteht man so mit den 10-Jährigen nicht, weil der 12er halt eigentlich, ja, besser ist und dann im Litervergleich auch günstiger. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel den 12er habt und der euch, warum auch immer, zu stark ist, dann probiert ruhig mal den 10-Jährigen. Ist auch sehr süffig und macht auch Spaß in einer kleinen Runde. Ja, und wunderbar leichter Malt, den man auch mal vielleicht jetzt im Sommer auf der Terrasse unbeschwert genießen kann, ohne dass der einen jetzt umhaut oder so. Jo, ist auf jeden Fall, finde ich, ein schöner Single Malt. Nicht zu intensiv. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Talking Malts.